Auf mein Kommando. Mir nach. In die Schlacht. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Okay, der lachende Tod hatte der Rexarone. Und ein paar Gegenstände und eine Schädelmütze. Auf meinen Befehl. Hier. Hier, schnell. Und los. Dann gucken wir mal, was der Seelenbrecher hier macht. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Also ja, er tut Seelenbrechen. Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Mal sehen, ob da auch gleich wieder 50 andere Gegner spawnen, wenn wir den töten. Verstärkt die Deckung! Hier, sofort! Für die Rune! Schließt die Reihen! Ein Geistschitter spawnt auf jeden Fall. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Ja, bringen wir es zu Ende! Verstärkt die Deckung! Kommt mal da raus! Zur Ehre Aonirs! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Der Folterer muss zuerst zurück werden. Oder ist das feindlicher der Angriff! Der Pressbot, feindlicher der? Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Wird sofort ausgeführt. Haltet sie sind durch, überall! Männer. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Auf Deckung! Auf mein Kommando! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Okay, der Messbar-Spot, nichts Neues. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Angriff. Schlagt sie zurück! Okay, ich glaube, ich muss doch den Seelenbrecher erstmal loswerden. Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Bei der scheint neue Leute zu spawnen. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Verstanden. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Kriegt ihr den Wächter bald mal tot? Schließt die Reihen! Hallo. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Hier, sofort! Okay, Rückzug. Mir nach! Sie sind überall! Und los! Haltet durch, Männer! Hier! Auf mein Zeichen und los!
Mir nach! Erstmal Rückzug. Für die Rune! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Unverzüglich. Boah, also das... Auf mein Kommando! Mir nach! Habe ich schon gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, vorwärts! Zur Ehre Aoniers! Verstärkt die Deckung, die Rune ruft. Schließ die Reihen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie Schlagt zurück! Sie zurück! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Okay, spawnen immer noch neue. Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Bereit! Schließt die Reihen! Auf meinem Befehl! Wäre ich mal zufrieden, wenn keine neuen mehr spawnen würden. Zum Angriff! Wenn das jetzt die letzten beiden wären. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Und scheint auch der Fall zu sein. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Bereit, folgt mir! Vorwärts! Vorwärts! Zum Angriff! Nein, es spawnt noch ein Geistschinder. Auf mein Schnell. Zeichen! Mir nach! Okay, nach. Ich glaube, wir sind jetzt wieder am Anfang. Folgt mir! Sofort! Ich habe so langsam das Gefühl, die spawnen unendlich. Und los! Lass mich mit... Gut. Hier! Mir nach! Ich habe ja gedacht, dass wir vielleicht die hier alle töten müssten, damit Hirin wieder eine bessere Vorwärts. Laune hat. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Da können wir das da drüben auch gerade lassen. Schnell! Sofort! Na, die da oben können wir auf jeden Fall töten. Die sind nämlich schwächer. Auf mein Zeichen! Schnell! Und los! Vorwärts! Na gut, komm du erst mal. Hier! Achtung! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Ich hab leider wirklich nichts.
Verstärkt die Deckung! Gegen diese Mumien. Schließ die Reihen! Okay, doch, ich hätte was. Schlag sie zurück! Schließ die Reihen! Halte durch, Männer! Jawohl. Brennt. Schlag sie zurück! Wobei, viel mehr bringt das auch nicht gerade. Weil das einfach schwache Waffen sind. Schließ die Reihen! Schlag sie zurück! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Ja, die Mumie fällt bald. Dann haben wir doch hier drüben eine. Lass mal gucken, was der Gnomling bei sich hatte. Sie sind überall! Auf mein Zeichen! Schlag sie zurück! Sofort! Eine Schädelmünze. Oh, Nors Rache. Vorwärts! Nett. Ja, du könntest sie dann ersetzen. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Dies ist ein Tisch des berühmten Hardeco-Spiels. 5 Hunsymbole sind darauf im Kreis um ein 6. angeordnet. Ah. Auf mein Kommando. Ansonsten und los. Können wir hier allerdings nichts machen. Oh, Zerbo, hi. Hat sich von seinem Kolosseum wegbewegt. Ah, ihr interessiert euch für das Hardeco-Spiel. Eine gute Wahl. Was treibt ihr hier? Seit Generationen warte ich darauf, endlich mal wieder eine Partie Hardeco zu spielen. Diese Kreaturen hier sind einfach zu humorlos dafür. Ich habe keine Zeit für Spiele. Oh bitte, ich will nicht wieder jahrzehntelang warten. Ich werde euch auch belohnen, mein Wort darauf. Wollt ihr eine Partie Hardeco wagen? Was ist Hardeco? Ein uraltes Spiel, das noch von den Formern gespielt wurde. Leider ist es mitsamt ihrem Volk untergegangen. Schreckliches Pech. Das hier ist das letzte Exemplar. Die Fremden, die diese Stadt erbaut hatten, haben es damals zu Studienzwecken hierher gebracht. Das Spiel ist für 2 Spieler entworfen. Jeder Spieler hat 6 Figuren, die auf dem Spielbrett gegeneinander kämpfen. Zuerst werden 5 Zweikämpfe ausgefochten, bei denen der Herausforderer eine Figur aufstellt und der andere Spieler einen Kämpfer dagegen schickt. Nachdem die 5 Zweikämpfe ausgefochten sind, werden alle überlebenden Figuren in einen Endkampf gegeneinander geschickt. Wer zuerst alle Figuren verliert, hat auch das Spiel verloren. Die Figuren sind der Held, der Trickster, der Mentor, der Torwächter, der Schatten und der Erzmagier. Jede Figur hat Stärken und Schwächen, die ihr erlernen müsst. Aber ein paar Besonderheiten vorweg. Der Erzmagier tritt nie im Zweikampf auf. Er ist euer Avatar, wenn ihr so wollt. Er tritt nur im Endkampf an. Der Held tötet jeden Gegner im Zweikampf, scheidet dadurch aber selbst aus.
Der Trickster ist launisch. Er kann schwach und stark erscheinen. Ist er schwach, verliert er gegen die anderen. Ist er aber stark, gewinnt er gegen alle. Nur der Held kann ihn dann noch töten. An diesem Spielbrett bin ich der Herausforderer. Ich stelle also einen Kämpfer auf und ihr könnt am Hadeko-Spieltisch entscheiden, welche Figur ihr der meinen entgegensetzen wollt. Nach 5 Zweikämpfen beginnt der Endkampf. Wer dann noch siegreich bleibt, hat gewonnen. Ach ja, natürlich müsst ihr erst einmal alle 6 Figuren haben, bevor ihr spielen könnt. Es sind kleine Puppen, ihr erkennt sie an ihrer wundervollen Detailtreue. Gut, treten wir gegeneinander an. Ihr habt nicht alle 6 Hadeko-Puppen. So können wir nicht spielen. Hier in den Landen von Xu sollten noch einige von ihnen zu finden sein. Sucht danach und kommt wieder, wenn ihr alle habt. Gut.